Willkommen zurück bei Republic of Pirates, hier bei Let's Splinter. Wir sind zurück auf Hell's Gate Island und wir haben ein großes Ziel in dieser Folge, um das wir uns gleich so ein bisschen bekümmern wollen, denn dem Untergang geweiht ist momentan die Quest. Wir sollen eine Bark versenken und das ist nicht so einfach in diesem, ja, in diesem Anno-Light, wie viele schreiben, berechtigterweise schreiben, allein wenn man sich das Baumenü hier ansieht und dann mal zum Beispiel hier auf dem Feld geht, wie zum Beispiel dieses Haus, die UI und vieles sieht halt sehr nach Anno aus, aber solange nicht Anno 117 Pax Romana rauskommt, vertreiben wir uns ein bisschen an die Zeit mit diesem wunderschönen Piratenspiel. Und außerdem bin ich der Auffassung persönlicher Art und Weise, dass, wo es viele Ballerspiele geben darf, auch einige gleichartige Simulations- und Strategiespiele geben sollte. Willkommen zurück zu Let's Splinter und Republic of Pirates, Hell's Gate Island. Lassen wir mal gerade hinter uns und wir gucken uns ohne die momentane Fortbewegung des Tagesablaufs einfach mal an, wo hier entsprechende Schiffe stehen. Wir haben hier zum Beispiel eine Catch vor unseren Inseln. Wir wollen aber eine Bark finden und die sind natürlich ein Stück weit größer. Zum Beispiel zu vermuten hier hinten, oder? Nee, das ist eine Karacke, ein Händler. Das ist eine Fregatte. Das sind alles, nee, es sind freie Händler. Ich weiß nicht, wo die hier untergebracht sind und wie schnell wir ein solches Schiff finden. Da ist eine Bark. Oh, hier. Ja, okay. Und das Thema ist halt eine 98er Feuerkraft. Das heißt, wir sollten genügend Schiffe haben, wenn wir die von den Los Guerreros zum Beispiel hier uns bekämpfen könnten. Aber da ist genug drumherum los. Das wäre so die Hoffnung von mir. Wir haben hier eine Bark von den Henkersleuten. Ist hier unten zufällig auch eine. Oh ja, von den Los Guerreros. Die ist ganz gut erreichbar. Geht's hier durch? Ah, ne, das wird nicht lang für unsere Schiffe. Müssen wir außen rum, aber dadurch, dass das Schiff hier auch neutral ist, werden wir nicht attackiert und wir können es hier unten probieren. Das ist an der Rückseite unserer Stamminsel, wenn ich mich nicht komplett vergucke. Galley Island, so ist es. Dann gucken wir mal unsere Schiffe an. Wir haben hier... Warum steht denn hier eine Bark? Und von wem ist die? Ist die von uns? Ja, ne, das war das Thema. Ist das die Questgeberin gewesen? Auf jeden Fall eine freie Händlerin. Ob wir hier jetzt schießen sollten? Nein, ich glaube, da war irgendwas. Schon wieder ein bisschen her, die letzte Folge, zumindest meine Aufnahme. Und insofern gehen wir einfach mal weiter. Wir schauen drauf, könnten sicherlich weitere Schiffe uns errichten. Haben noch einen Kapitän zur Verfügung und könnten eine nächste Catch setzen mit einer 78er Feuerkraft. Wir haben kaum noch rum, das gehen wir gleich an. Schiffe, ja, wie gesagt, das unterscheidet sich bei den Stoffen, die wir hier verwenden, eigentlich und fast gar nicht. Den Kapitän hier nehmen wir mit der Schiffsaktion der Rauchbombe. 1200 Dublonen, wir sind leicht im Plus. Geht also in Ordnung. Bauholz haben wir zur Verfügung und verbesserte Segel sicherlich auch. Können wir gerade mal schauen. Hier sind die Schiffsmaterialien. Ja, 26 von 50. Und bei den Brettern, die dürften hier bei den Baumaterialien nicht stecken, sind 50 von 50 vorrätig. Das heißt, wir bauen unser nächstes Schiff. Dann haben wir hier drei und wir gucken mal gerade in die Übersichtskarte, taktischer Natur. Hier sehen wir unsere Schiffe, zumindest überwiegend. Hier unten ist noch eins, die Blutblitz 2 mit Level 23 Kapitän. Das ist schon relativ stark. Harren wir der Dinge und bauen vielleicht auch unsere weiteren Inseln mal ein Stück weit aus. Was ich mir ja vorstellen könnte, ist nicht hier die Situation. Hier sind übrigens ist auch noch ein Schiff von uns. Das ist die Blutblitz. Oh, mit Level 28 Kapitänin Sophia Delgado. Ich würde gerne Hell's Gate Island schützen. Und dafür hatte ich mir durchaus vorgenommen, hier was zu positionieren. Im Idealfall relativ weit vorne. Sprich, einen Verteidigungsturm der Stufe 1. Könnte ich mir schon hier gut vorstellen. Sollten wir dann aber wegetechnisch anschließen. Positionieren das mal hier. Ich weiß gar nicht, ob die so schon funktionieren. Es ist auf jeden Fall kein Zeichen des fehlenden Weges vorhanden. Das finde ich erstmal ganz gut. Was kosten die uns eigentlich? Kosten uns... Wow, echt nur 20 Dublo... Ach nee, das sind die Unterhaltungskosten. 1500. Okay, das ist relativ teuer, verhältnismäßig. Und 8x Bauholz haben wir natürlich zur Verfügung. Aber kostet uns auch einen Unterhalt. Finde ich aber trotzdem hier erstmal ganz gut, schon mal direkt zu Beginn hier etwas zu platzieren, falls es hier mal zum Kampf kommen sollte. Die Frage ist, wie sehr konzentrieren wir uns jetzt hier mit unseren Catch und ähnlichen Schiffen auf die Situation der Bark? Ich glaube, wir fahren hier mal raus und sammeln uns hier drüben.
gerade schauen, welches Schiff hier rausgefahren kommt, um ein bisschen Treibgut einzusammeln. Dann spulen wir das Ganze mal vor. Ich muss gerade mal schauen, ob die Tageszeitsteuerung drin ist. Ja, gleich wird es dann wieder morgen und dann sieht das Ganze auch sehr schön harmonisch aus. Unser weiteres Schiff kommt. Wir sammeln uns. Und das hier ist jetzt, glaube ich, schon die, ja, die nächste Catch, die wir haben. Hier wird momentan nichts mehr gebaut. Wir haben keinen Kapitän zur Verfügung. Wir können uns aber durchaus noch welche holen. Im Kapitänsquartier. Oh ne, wir sind auf Maximum. Oh, dann muss ich mal gucken, ob hier auf unserer... Boah, die Kameraführung manchmal wirklich katastrophal. Auf unserer Hell's Gate Island. Ob wir hier noch die Möglichkeit haben? Ne, Kapitänsquartier. Wir sind... Ah, 7 von 7. Okay, angeheuerte Kapitäne 2 von 2 hier. Und insgesamt sind es 7, die uns momentan hier stoppen lassen. Aber okay, das bedeutet für uns im Prinzip, wir wollen gerade hier einmal rein. Wir nehmen uns die Blutblitz noch mit. Wow, und krachen hier bitte nicht in dieses Schiff hinein. Dann werden wir sofort in den Kampf verwickelt. Und dann wollen wir dem Untergang geweiht erstmal abschließen, nach meinem Dafürhalten. Treffen uns hier vor Ort. Und sammeln uns auch mit den weiteren Schiffen. Alle sind da. Auch hier hinten Blutblitz 2. Und dann sind das doch eigentlich genug. Wir haben eine Angriffsfeuerkraft von 82. Ja, ich glaube, wir sind dann doch sehr gut vorbereitet. Und rücken vor. Und spulen auch mal vor, damit das Ganze etwas schneller geht. Nehmen unsere 6 Schiffe und fahren los. Und müssen uns jetzt hier gerade mal orientieren. Sollten auch nicht in ein anderes, ja, in eine andere Kreuzungsstraße mit rot gefärbten Schiffen begeben. Mogeln uns jetzt hier durch diese Enge. Schön in Reihe und Glied. Und wir sehen, wir sind in der Nähe von Fair Island. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Ja, und das ist die Bark der Los Guerreros. Und dann stehen wir doch eigentlich ganz gut, um zu feuern, oder? Rücken nah ran. Oh Moment, wir brechen das Ganze nochmal ab. Ziehen wirklich nah ran. Die Frage ist, ob ist es eigentlich auf Dauer irgendwann taktisch klug, so vorzugehen, dass wir Schiffe einkesseln? Ich persönlich war noch nie bei einem Schiffskampf dabei, der Piraten beinhaltete. Aber wir schießen einfach mal munter drauf los. Oh, das geht dann doch sehr schnell. Das ist die Bark, die wir versenken, oder? So ist es. War es dieselbe Bark, die das Schiff auf Grund gesetzt hat? Wer weiß das schon. Aber wir haben jetzt ein feindliches Schiff weniger im Archipel und die Besatzung hat einen sicheren Ort zum Ankern gefunden. Es hat sich herausgestellt, dass sie ein paar erfahrene Zimmerleute an Bord hatten, die bereit sind, eine Reparaturstation einzurichten. Oh, sehr gut. Okay, wir nutzen das Ganze hier, um ein bisschen was aufzusammeln. Spanisches Gold und Dublon haben wir. Es bietet sich durchaus an, regelmäßig wirklich auf offener See zu kämpfen. Weil das einfach auch wirklich gute Belohnungen gibt und unsere Wirtschaft sehr ad hoc ankurbeln kann. Können wir hier drauf gehen? Ja, die sind eine 60er Stärke. Wir dürften schneller sein. Wir greifen hier gerade mal von hinten an, weil wir Lust drauf haben. Und dann kümmern wir uns im zweiten Teil dieses Videos dann doch mal wieder ein bisschen um den Aufbau. Ja, da sind ein paar schneller. Ja, sehr gut. Okay, und dann schießen wir mal drauf los. Ihr seht, wie flott das dann doch geht mit so vielen Schiffen. Wir sind durchaus überlegen. Und finden Kuriositäten und Dublonen. Und wollen dann wieder zurück. Finden noch mehr Treibgut. So, und müssten jetzt dann eine Reparaturstation bauen, Lohnarbeiter auf Hell's Gate Island oder Fair Island anheuern, 112 von 250. Ja, wie ich schon gesagt habe, es lohnt sich jetzt gleich dann in den zweiten Teil des Videos einzusteigen und dann mal wieder ein bisschen den Aufbau voranzutreiben. Schicken die Schiffe zurück, finden weiteres Bauholz und sollten uns hier jetzt geschickt durchmogeln. Zurück nach Hell's Gate Island.
Kommen die hier in Bredouille miteinander? Was machen die hier? Handeln die? Und wir mogeln uns auf jeden Fall wirklich aktiv vorbei. Dann sind wir bei über 20.000 Dublonen. Und kehren hier zurück nach Hell's Gate Island. Schauen gerade nochmal auf unsere Schiffe hier unten. Gibt es irgendwelche zu reparieren? Ich glaube fast nicht, ne? Von denen jedenfalls nicht. Hier die beiden, die können repariert werden. Das ist einmal die Blutblitz und einmal die... Der dunkle Heuler. Okay. So, ein Schiff nach dem anderen. Bitte reparieren. Und dann wollen wir natürlich auf Hell's Gate Island hier ein bisschen was aufstocken, um die Lohnarbeiter zu bekommen. Wir brauchen also die zweite Stufe. Schauen wir mal, wo wir noch genügend oder schon aufstuf- oder aufwertbare Gebäude haben. Hier die Hütte. Nehmen wir mit. Überall da, wo 10 Leute drin sind. Gesamtzahl von 1000 Arbeitern haben wir jetzt gerade, also ich zumindest, erreicht. Hier gibt es auch noch ein paar. Mit X bauen wir weitere Hütten. Wir können es uns hier wirklich leisten, noch ein bisschen voranzutreiben. Die Frage, wo ziehen wir es hier lang? Ja, ich glaube, wenn wir hier das so setzen, ziehen wir hier unten den Weg hoch. Und verbinden die ganze Geschichte hier. Die Frage ist, wie können wir hier eventuell noch ein bisschen die Arbeiter uns ranzüchten? Schauen mal auf die Wünsche. Wie war denn hier die Situation? Baumwolle ist ein bisschen im Minus. Zucker ist ordentlich im Plus. Haben wir schon eine Zuckerplantage hier gesetzt? Oh nee. Dann sollten wir tatsächlich da ein paar Arbeiter reinbringen. Die dann auch benötigt werden. Gerade mal schauen, wo es ganz angenehm ausschaut. Bin Fan davon, das irgendwie ganz nett zumindest zu platzieren. Zumindest ansatzweise. Gerade mal schauen, wo es gut ginge. Ich glaube, wir setzen das hier hin. Und schauen dann, wie wir... hier die Fläche nutzen. 68. Haben wir schon 72? Ne, jetzt aber tatsächlich. So, jetzt brauchen wir den Weg. Infrastrukturell wollen wir uns natürlich anschließen. Und dann einmal hier runter, bitte. So, und wenn wir Zucker haben, dann brauchen wir natürlich über dies, hier sind jetzt schon 20 Arbeiter drin, sehr gut. Dann natürlich auch noch die Rumbrennerei. Können wir von mir aus direkt hier nebendran packen. Passt aber auch hier. Sehr gut, hier kommen sofort die Arbeiter rein. Von denen wir jetzt ein bisschen zu wenig haben, rüsten wir gerne nach. Und dann bis zur Küste, weil es einfach mal cool aussieht. Brauchen da noch ein paar Wege. Und schauen, ob wir auf die 250 Lohnarbeiter zu gegebener Zeit kommen werden. Schön ist im Übrigen, wenn ihr die F-Taste gedrückt, einfach drückt, könnt ihr aufwerten. Und wir schauen mal, was aufzuwerten ist. Oh, ziemlich wenig in dem Moment. Schauen wir gerade auf unsere anderen Inseln, ob wir hier was setzen können. Wenn wir F drücken. Oh, ziemlich viel nicht. Wo kann ich denn noch... Habe ich alles schon maximal ausgebaut? Das wäre mir ein bisschen erstaunlich. Ah doch, einzeln geht's. Okay, dann drücken wir es einfach mit F. Und gehen auch nochmal auf Hell's Gate Island. Ja, und dann können wir relativ schnell zumindest durchklicken, da wo es grundsätzlich möglich wäre. Und hier sind 2, 3, 4, 5 Gebäude.
Oh, und wir haben kaum noch Seil. Okay, das sollten wir auch nochmal angehen. Baumwolle ist hier auf Hell's Gate Island ein Thema. Da brauchen wir haben wir minus 50% Produktionsbedingungen. Das sollten wir dann woanders machen. Und die Reparaturstation bauen können wir jetzt. Das ist doch sicherlich was von der. War es von der Seefahrt? Muss ich gerade mal schauen. Hütte, Depot, Dock, Reparaturstation. Diese reparieren nach und nach beschädigte Gebäude in der Umgebung. Oh ja, okay. Oh, und schaut mal, der Radius ist relativ groß. Und dann sollten wir das erstmal auf unserer Hauptinsel etablieren. Und der Radius ist wirklich nicht zu verachten. Wir setzen die mal hier. Dann haben wir einen relativ großen Radius. Sie fragen, ob es hier unten irgendwie ein bisschen günstiger wäre am Marktplatz. Aber wir platzieren es erstmal hier. Der Mistkerl kommt zurück. Jack ist auf dem Weg hierher mit viel mehr Schiffen als beim letzten Mal. Wir haben nicht viel Zeit. Stellen Sie sicher, dass wir Schiffe zur Verteidigung unserer Inseln haben und dass die Verteidigungsanlagen einsatzbereit sind. Nun, das sind sie ja in meinen Augen, aber wir könnten noch ein paar Schiffe mehr dann gebrauchen. Ich denke, dass hier angereist wird, oder? Von wo kommen die denn? Da. Sind die irgendwie gekennzeichnet? Nee, aber ich glaube, das sind die auf jeden Fall. Wir pausieren kurz und holen unsere Schiffe rüber. Ah, oh, hier. 4 Minuten 45 bis zum Angriff der Jäger der Karibik auf Gerli Island und Hell's Gate Island. Oha. Okay, dann brauchen wir eher noch ein weiteres Schiff. Dort unten. So. Die Windhauch, die Catch nehmen wir rüber. Und es ist die Frage, ob wir hier nicht noch eine zweite Verteidigung setzen. Würde ich gerne machen. Seefahrt. Hier den Verteidigungsturm. Und dann sollen die erstmal kommen. Wir verstecken uns da ein bisschen dahinter. Haben noch 4 Minuten Zeit. Stehen wir auch erstmal defensiv. Bin ich erstmal zufrieden mit. Fehlt uns ein Schiff? Nee. Wo ist denn... Haben wir nicht noch ein 7. Schiff irgendwo? 7 Kapitäne waren noch ausgewählt, oder? Scheint aber so zu passen. Nun denn. Harren wir der Dinge. Seile waren ein Thema. Das können wir uns in der Zwischenzeit nochmal anschauen. Bedürfnis und Wunsch. Oh ja, Seil ist knapp. Rum geht so langsam ein bisschen besser. Die Frage ist, ob wir hier die Produktionseffizienz noch ein bisschen steigern können. Das Baumaterial aufleveln. Entschuldigung, das Baumateriallager aufleveln. Können wir. Und dann kann noch ein bisschen produziert werden. Und dann spulen wir mal ein bisschen vor. Denn eigentlich bin ich jetzt gewappnet, was den Kampf anbelangt. Außer, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass uns irgendwo ein Schiff abhandengekommen ist. Aber ihr seht hier, es sind 3 Schiffe. Einmal hier unten bei Hell's Gate Island. Seht ihr im rechten unteren Bildschirmrand. Inklusive 2 Verteidigungstürmen natürlich. Und hier sind es auch nochmal 3 Schiffe. Ich sehe nicht. Hier ist ein Dock auf Red Island. Und wenn wir jetzt nochmal hier auf die auf das Kapitänsquartier gehen... 5 angeheuerte Kapitäne. Insgesamt 7. Habe ich etwa noch den... Na, okay, wir bauen doch schnell ein Schiff. Das ist das Thema. 60 Sekunden, das sollte doch noch gehen. Ja, das passt noch. Das war das Ding. Ein Kapitän war noch offen. Nun denn. Schau mal gerade, was hier das Thema ist. Zuckerplantage. Können wir auch mal aufwerten. 200 Dublonen, 3 Bauholz. Eine Minute ist es noch. Hier die nächste Catch, Level 4. Der Henkersknoten, schöner Schiffsname. Und dann bin ich eigentlich gespannt, von wo sie kommen. Es könnten hier die sein. Gerli Island und Hell's Gate Island werden angeblich zeitgleich angegriffen. Nun dann, wollen wir mal gucken, wo sie sind. 15 Sekunden. Vielleicht geht der Angriff dann auch erst los. Besiegen Sie alle angreifenden Schiffe der Jäger der Karibik. Okay, wir schauen uns das an.
Sind das die hier oben? Wir sortieren uns und wir gucken uns das genauer an auf der Karte. Das da ist... Oh, das sind Jäger der Karibik. Zwei Stück. Ja, so ist es. Oh, wo kommt ihr denn lang? Wow, das sind einige. Und die reisen erstmal alle darüber. Wir fahren hinterher. Denn das sieht nach einem konzentrierten Angriff aus auf Hell's Gate Island. Oh ne, hier oben kommen sie auch. Okay, dann kurz Stopp. Das dürften die auch sein, oder? Oh, und die haben nicht nur eine Kogge, sondern auch eine sehr, sehr starke Bark dabei. 195. Okay, das wird uns ein bisschen Multitasking abverlangen. Und dann lassen wir das Ganze laufen. Hier scheint es mir, als kämen sie zuerst an. Kurzer Überblick insgesamt. Ja, dann bitte einmal los. So, das war der erste Angriff hier. Wir gehen nach drüben und gucken, was hier passiert. Hier ist es noch ruhig. Und wir schießen munter drauf los. Und attackieren hier das erste Schiff, das kurz pausieren muss. Und vor allen Dingen möchte ich mal gerade hier schauen, wie es aussieht. Das sieht gut aus. Kann weiterlaufen. Hier müssen wir es jetzt hoffen. Aber auch das ging sehr gut vonstatten. Wow, das ging zügig. Dieser verdammte Hund gibt nicht auf. Verflucht seist du, Jack, du Elender. Naja, das möchte ich nicht sagen. Ich werde endlich ruhig schlafen können, wenn wir den Kopf dieses Mistkerls haben. Okay, Lagerhaus freigeschaltet. Was noch eventuell? Ja, kaum noch rum als Thema. Machen wir gleich. Wir sammeln erstmal ein bisschen an Beute ein. Bin sehr gespannt, was wir bekommen. Dublonen und spanisches Gold. Verbesserte Segel. Alles gut. Und hier sehen wir, was sammeln wir hier ein? Spanisches Gold und was war auf der Bark? Na, immerhin 1000 Dublonen. Und dann wollen wir mal hier ein Schiff reparieren. Und dann können wir ein Lagerhaus setzen. Sehr interessant. Schauen wir uns mal an. Ah, hier ist es. Das Lagerhaus erhöht die maximalen Lagerkapazitäten aller Materialien um 5. Okay, das ist nicht wirklich viel. Fände ich ganz schön, wenn das hier unten irgendwo platziert wäre, am Wasser. Ich mir jetzt keinen Platz gelassen. Sie fragen, ob wir das hier oben setzen können. Es scheint nicht irgendwie notwendig zu sein, das zentral anzusiedeln. Es hat keinen Wirkungskreis. Ja, und dann glaube ich, setze ich es mal hier oben hin. Und ich habe erfahren, dass ein Schiff der britischen Westindien-Kompanie in einem Sturm Schiffbruch erlitten hat. Die Beute ist bereit zur Mitnahme. Sollen wir eine Flotte losschicken, falls uns jemand zuvorgekommen ist? Ja, eigentlich schon. Erreichen Sie das Wrack der Handelskompanie, schalten Sie die Konkurrenz aus und bergen Sie die Fracht. Okay, eins nach dem anderen. Das lassen wir jetzt erstmal sein. Wir gucken nur mal, wo das ist, denn da oben taucht ein rotes... Ah ja, okay. Was haben wir denn da? Zwei Catch und eine Kogge. Okay, das sollten wir tatsächlich auch noch so schaffen. Sie fragen, ob wir dann gerade noch mit denen hier rüberfahren. Wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen, sammeln gerne Dinge und kämpfen gerne auf offener See. Wir haben gerade ein Problem mit unserer Wirtschaft. Schon allein deshalb ist es interessant, hier relativ zügig zu Kohlen zu kommen. Das rehabilitiert sich jetzt aber wieder ein bisschen. Und hier ist der Turm ein bisschen problematisch. Schieben hier rüber. So, was haben wir hier? Hier fehlen ein paar Arbeiter. Okay, dann setzen wir einfach noch mit X ein paar Hütten. Sollte ja relativ zügig gehen. Dann noch ein paar Wege. Ah, und hier fehlt tatsächlich auch noch einer.
Und dann sollte es doch... Ah, okay. Ihr seht den Wirkungskreis hier. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich hier unten noch eine Hütte. Dann machen wir das auch möglich. Da kommen 10 rein. Hier hinten fehlen sie auch. Dann lassen wir hier mal auf jeden Fall noch ein paar einziehen. Dann sollte sich das erledigen. Im Idealfall. So, ich möchte hier hin. Denn wir haben was zu tun. Sind alle 4 Schiffe dabei? So ist es. Dann können wir hier gezielt angreifen. Hinter Galley Island gelegen. Diese Beute gehört uns und sonst niemand anderem. Dann wollen wir mal alle Schiffe attackieren. Und das sieht sehr erfolgreich aus. Es teilt sich schön auf hier momentan auf beide Schiffe, die wir noch übrig haben. Und so können wir auch hier die Beute einsammeln. Schön viele Dublonen, wow, Steine und so weiter und so fort. Dann gucken wir mal auf das Schiff. 4500 Dublonen, sehr gütig. Die Jungs konnten sich mit einem Teil der Fracht aus dem Staub machen, aber was noch wichtiger ist, sie haben ein Schreiben der britischen Westindien-Kompanie gefunden. Diese Leute haben uns im Auge, Captain, und es gibt keine guten Neuigkeiten. In dem Bericht steht, dass einige unserer Männer unzufrieden sind und überlegen, uns zu verlassen. Sprechen Sie mit Isabella. Sie wird wissen, was zu tun ist. Mal gucken, ob die sich schon automatisch meldet. Oh ne, wir sollen mit dem angezeigten Bordell interagieren. Das ist hier, das mache ich aber jetzt nicht. Nicht mehr in dieser Folge, die endet nämlich gleich. Gucken gerade nur noch, ob sich die Situation hier unten auf Hell's Gate Island verbessert hat. Hier wohnen 5 von 10. Ja, die Rumbrennerei ist ausgelastet. Und übrigens sollten wir irgendwie alle Baumateriallager aufleveln, damit da auch entsprechend noch was hingeliefert werden kann. Wir hatten hier auch auf der Zuckerplantage 20 von 20 sind hier beschäftigt. Das sieht gut aus. Verfügbare Lohnarbeiter, richtig viele. Ah, da müssen wir zu gegebener Zeit dran. Die Gebäudeunterhaltungskosten sind schon relativ krass. Die Frage ist, können wir noch ein bisschen was aufleveln? Momentan nicht so wirklich. Zumindest nicht auf Hell's Gate Island. Ich stelle mir die Frage, wie es eigentlich auf Red Island momentan aussieht. Weil wir könnten damit schon ein bisschen mehr Steuern einnehmen. Muss irgendwie noch unser Ziel werden. Und hier fehlen tatsächlich auch noch 5. Okay, dann können wir hier noch eine Hütte setzen. Frage ist, wo? In dem Bereich, wo es noch möglich ist. Platzieren wir einfach noch 2. Dadurch steigt der Wert hier. Das ist merkwürdig. Gerade mal gucken, ob sich hier jetzt... Ah, jetzt ändert sich wieder ein bisschen was. Okay. Red Island gleich im Plus und wir hoffentlich wirtschaftlich auch wieder. Das ist ein bisschen arg. Die Quests treiben uns gut voran, muss ich sagen. Also wir haben kaum Zeit zum Durchatmen. Gucken wir gerade hier aufs Lager. Oh, es kostet uns 200 Unterhalt. Nun denn. Negatives Einkommen wird uns hier angezeigt. Wir haben ein negatives Einkommen, was bedeutet, dass die Unterhaltungskosten für Gebäude höher sind als das generierte Einkommen. Wir interagieren mit Gebäuden, um zu sehen, welche Bedürfnisse erfüllt werden können, um das Einkommen zu steigern. Na, schauen wir gerade hier. Und gucken wir, ob wir hier irgendwo noch Level-Up-Möglichkeiten haben. Ah, sieht nicht mehr so ganz aus. Was haben wir hier? Ach so, das ist immer noch das Bordell. Ne, da kümmern wir uns gleich drum, eins nach dem anderen. Wir haben hier zu viel zur Verfügung. Die Sägemühle 10 von 10. Leveln das Ganze hier auch noch ein bisschen auf. Im Depot ist das nicht mehr notwendig. Und hier leveln wir auch bei der Holzfällerhütte mal auf. Und so kommen wir nach und nach zu einem ganz guten Ergebnis. Die Taverne läuft. Und wir sollten uns weiterhin irgendwie darum bekümmern, unsere Wirtschaft zum Laufen zu bringen. In der nächsten Folge wird das auf jeden Fall der Fall sein. Pausieren hier kurz das Spiel. Fehlende Materialien werden uns noch angezeigt. Wir haben nicht genug Materialien, um die Bedürfnisse der Arbeiter zu befriedigen. Errichten Sie, ja, wir brauchen da noch ein bisschen was und gucken vor allen Dingen auf, was ist denn hier wirklich Thema gerade? Ja, die Seile. Wir brauchen eine weitere
Baumwollplantage, so scheint es mir. Und ich werde gucken, wo wir die einrichten können. Sicherlich auf Gerli Island. Oder haben wir auf Red Island Baumwollluxus in der Produktion? Was ist das? Hanf? Auf der Baumwollplantage werden Baul... Ja, wobei, was kommt denn dabei raus? Wir haben hier den Ausstatter. Ah, wir gucken es uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Denn das ist ein bisschen knapp mit den Seilen. Sind die ein Bedürfnis? Wir gucken gerade mal. Ja, tatsächlich. Der Versorgungsgrad der Seile ist einfach zu gering. Also, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge hier bei Republic of Pirates. Diesen Anno Light, wie viele schreiben. Und wie gesagt, es kommt aus guten Gründen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Let's Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.